Es ist nicht besser. Es ist noch fast schlechter als vorher. Aber weißt, das verwundert mich nicht, weil ich kann nichts. Ja, ich kann nichts und das mache ich meistens auch. Nicht, einfach nicht. Das sagt auch meine Frau, wenn sie am Abend todmüde vom Arbeiten heimkommt. So? Und du? Hast wieder den ganzen Tag nichts gemacht? Präzis, das habe ich gemacht. Nicht, einfach nicht. Und zwar von morgen um 9 Uhr bis am Abend um 5 Uhr. Durchgehend. Ohne Pause. Klar, ich hätte schon gerne eine Pause gemacht, aber ich weiß gerne nicht, wie man von nichts machen eine Pause machen kann. Ja. Nein, weißt, und wenn in dieser Pause vom Nichtmachen immer noch nichts machst, dann ist ja auch keine richtige Pause. Ja, weil du in dieser Pause musst ja nicht das Gleiche machen wie vorher und nachher. Nein, in dieser Pause musst du etwas völlig anderes machen, zum Beispiel etwas, das dich interessiert. Und jetzt sind wir schon beim zweiten Problem. Mich interessiert auch nichts. Ja, ja, hey. Weil, wenn mich etwas interessieren würde, ich könnte es ja einen Weg nicht. Ja, darum lohne ich es gerade bleiben und mache das, was ich schon kann, nicht. Gell, du weißt genau, von was ich rede. Ich habe es noch halb gedacht, oder? Schaffst du beim Kanton, oder was? Nein, aber weißt, es gibt ja nicht nur solche wie uns, gell? Es gibt ja noch andere Leute, die können einen Haufen. Die machen dann häufig auch einen Haufen. Ganze Haufen machen die. Jetzt frage ich mich, wieso? Weil am Ende vom Tag oder am Ende vom Leben, was bleibt übrig? Nichts. Ja, super, jetzt ist die Stimmung wieder total im Keller, oder? Ja, was immer an dieser Stelle, ich weiß auch nicht wieso. Dabei sind wir nicht einmal bei der Hälfte von dieser eher langweiligen Nummern. Ja? Ja. Danke vielmals, lieber Texter, Meisterleistung. Der kann eben auch nichts. Ja? Weißt du, ein Gedanke minutenlang in die Länge ziehen, das kann er super. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe natürlich auch stundenlang studiert bei dieser Minute. Ja, darum sind wir jetzt auch im Fahrplan, und zwar auf Sekunden. Darum mache ich jetzt auch weiter und sage, mache ich. Weißt du, also unter uns, es gibt ja Leute, die bei dieser komplizierten Nummer wirklich draus kommen, gell? Und die können wirklich mehr als mir. Zum Beispiel denken. Hättest du nicht gedacht, gell? Ja. Mitdenken, nachdenken. Eine Frage ist ja eine ganz andere, die sich stellt. Wem geht es besser auf dieser Welt? Denen, die keinen Schimmer haben, auf was alles rausläuft? Oder den anderen, die sich die ganze Zeit fragen, auf was alles rausläuft? Ja, Derek hat es in jeder Vorstellung, das kannst du mir halt so glauben. Hey, und ein paar von denen fragen sich sogar beim Rauslaufen, auf was alles rausläuft. Beim Rauslaufen, auf was alles rausläuft. Hey, ich sage dir immer, laufen doch, und zwar raus, eher warte. Gut, das kann uns ja egal sein, gell? Das ist uns völlig egal. Also, wie soll ich sagen, also, weißt, uns kann das, also, das ist so, ach komm, hör mir doch auf, oder? Das ist sowas von dermaßen egal. Uns ist doch egal, auf was alles rausläuft. Wir geniessen den Moment und freuen uns auf das Nächste, das kommt. Wo wir wahrscheinlich wieder nicht rauskommen. Kommst du raus? Ich komme schon lange nicht mehr raus. Darum steige ich da jetzt aus. Aber bevor ich gehe, möchte ich dir noch ganz recht herzlich danken, dass du so mitgemacht hast, so spontan. Weißt du? Ohne Text und ohne Zwischending. Nur allein mit deiner Energie. Das ist sowas von genial, die Energie. Das schießt mich schon fast an, die Energie von dir. Ein herzlichen Applaus für den Herrn da vorne. Ja. Das langt. Das schießt mir gerade noch mal an, oder? Ich rackere mir eins oben ab, da oben, oder? Und du kriegst einen hohen Applaus. Und ich? Danke vielmals.